Evoli ist ganz aufgeregt. Oh, Evoli will sich offenbar weit vorne auf dem Schiff umsehen. Immer gleich. Ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Hey du, wie wäre es mit einem Kampf gegen einen Matrosen? Jetzt hat sich... Boah, dieses dumme Handy. Babsel. Knisterladung für dich, Quapsel. Du bist überraschend stark. Sperrstunde, die Party ist so gut wie vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Ahoi, wirst du an Bord etwas seekrank? Händchen, da Händchen. Macholo, na, muss man wieder Zubat holen. Lilü. Erzeugt durch den Nebel alle Veränderungen der Stadt, das Wette der Kampfteilnehmer werden annulliert. Lohnt sich nicht. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Wolli, na spring runter, komm. Evoli und du blicken zusammen auf das endlose Meer hinaus. Evoli sieht sehr glücklich aus. Ah, mir ist total übel. Ich hätte gehofft, dass frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. So, jetzt gehe ich runter, gehe heilen. Gehe rüber, gehe nochmal runter. Und dann schauen wir und dann gehen wir zum Captain. Hallo, Megalenes. Ich habe das jetzt auch einmal mit der Kamera versucht hinzukriegen, weil ich nur so eine Schrottkamera habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Besser geht's dabei noch nicht. Nur momentan kein Geld für eine gescheite Kamera. Die Karo kommt dann eh auch kurz einmal ins Bild hinein. Ich glaube, die ist noch gerade unterwegs oder so. Aber ich schau mal, ob es da ist. Obwohl sie gesagt hat, sie schaut zu. So. Ja, ich habe jede Pokémon-Generation jemals gespielt. Bis auf die allerletzten zwei. Weil die Ultrasonne und Ultramond war für mich nicht mehr interessant.
Mein Partner-Pokémon Mashok ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen, mir nichts, dir nichts verschieben. Mashok. So, also jetzt wollte ich wieder zurücklaufen. Na, das Zubat ist nicht vergiftet, das ist ein Shiny. Das ist normal so grün. Für einen echten Matrosen gehören Kämpfe zum Alltag. Einmal ist die Karo da. Ja, das ist die Karo. Jeder muss da schauen, da habe ich die Chat eingestellt. Hast du ein Fruchtzwerg gegessen? Was? Achso, okay. Naja, mehr Schal als Karo, das stimmt schon. Ja, so gefällt mir das. Was für ein Kampf. Achso, das war ein Witz mit dem entgifteten Zubat. Ich hab's nicht kapiert. Ich bin ein bisschen müde nämlich. Und ein bisschen kaputt und irgendwie kriege ich nichts mit gescheit. Ich spiele auch ziemlich kacke, die ganze Zeit. Oh. Du scheinst ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein, das gefällt mir. Super Magnetilo, das ist genau kacke jetzt. Hör jetzt einmal. Oh ja, warte mal. Es gibt ja diese Passivfähigkeiten mittlerweile nicht mehr. Ah, ich habe eh Flackerbrand. Okay, das hat sich übrig. Wieder Magnetilo, hat jetzt sogar... Na, okay, der hat zwei. Nicht, dass irgendwie so ein Noob kommt und der hat sein ganzes Team nur aus einem Pokémon, so wie die Carpator-Spezialisten. Die Frage ist, ob ich es überhaupt entwickeln kann, das weiß ich nämlich noch gar nicht. Es war ja immer so, dass so dein Starter-Pokémon, also bei den alten Editions, Pikachu, hast du nicht entwickeln können. Ich glaube, du kannst die Evoli da auch nicht entwickeln, irgendwie. Also ich habe schon die Befürchtung, dass das so sein wird. Weil eigentlich ist es so, dass Evoli sich, wenn es komplett freundlich ist und hat ein Level Up untertags, wird es ja Psyana und in der Nacht ein Flamara. Aber bis jetzt ist noch nicht Tag und Nacht geworden und entwickelt hat er sich auch nicht. Auch Matrosen haben Pokémon an ihrer Seite. Ja, nach Tara. Hab ich Flamara gesagt? Ja, ja. Alle habe ich gespielt. Ausschließlich. Ja, passt. Passt. Und die Pizzen nehme ich. Ja. Sehr professionell machen wir das im Stream alles. Hm. Ja, bis dann. Wir streamen vielleicht eh heute am Abend was anderes. Mal schauen.
Oh ja, es sind extra neue Attacken eingeführt worden für die Edition Show. Also, ja, schau, siehst, ich sage ja, heute bin ich schon müde. Weil die Attacke, die Knisterladung und das Flackerbrand, und es könnte sogar noch eine Wasserattacke lernen. Also die haben es ganz schön gepusht und ich glaube auch Pikachu, wenn du die Pikachu Edition hast, kann der auch dann eine Feuer- und Wasserattacke sicher noch machen. Ja, was soll ich machen? Es gibt ja, ich kann's ja, man kann es ja ausziehen. Also, man hat das jetzt eine Klamottenbox, einen Klamottenkoffer. Man kann die Sachen halt ändern, ne? Wir haben halt den Partnerlook jetzt. Aber ich habe ja zum Beispiel schon in die älteren Editionen. Warte, ich lese ja schon. Hey, Neuer, ich weiß ja nicht, ob du Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Ich habe jedenfalls noch Pokémon aus dem Meer. Was mir zum Beispiel auch nicht gefallen hat, das waren immer die Wettbewerbe bei den alten Editionen. Ja, dieser Schönheitswettbewerb oder so ein Dreck. Das hat mich auch anpisst. Das braucht niemand. Der ist eh nackt, hat eh Fell hinten. Hose hat er keine an. Aber wir werden ihn dann eh nicht sehen, weil direkt nach dem Schiff gehe ich zum Major Bob. Und dann wird Kleinstein an die Reihe kommen. Ah, Shiloh will Aquaknarre lernen. Gut. Super. Mew habe ich auch schon. Kann ich auch mitnehmen. Okay, sehr gut. Jetzt kann ich zum Captain endlich gehen. Ich werde jetzt sowieso wechseln. Du lachst, aber das habe ich mir auch schon gedacht, letzten Stream. Und ich wollte unbedingt da Onyx fangen, aber ich habe keinen Sinn da in der scheiß Mondberg gefunden. Obwohl es dort welches gibt, das weiß ich, hundertprozentig. Und man kann sogar, wenn das Pokémon zu groß ist, kannst du auf dem reiten. Jetzt warte ich nur, bis ich in Fuxania City bin, dass ich vom Pokémon Go, vom Handy-App, mir Onyx und Relax und so rüberschicke und ich will schauen, was passiert, wenn ich die mitnehme wo. Aber ich habe einen Onyx schon in einem Haus gesehen, sitzen, und man hat den Kopf nicht mehr gesehen. Mir geht es gar nicht gut, ich bin seekrank. Oh, vielen Dank, jetzt geht es mir gleich um Welten besser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Ah, ich glaube, es glitscht gar nicht. Die werden schon eine Lösung gefunden haben. Eben Kopf abschneiden zum Beispiel. Den Gefallen tue ich dir natürlich gerne. Komm doch mal hier rüber.
Hey, sieht so aus, als wolle auch dein Evoli die geheime Technik unbedingt erlernen. Tut mir leid, Kenneth, aber nur Menschen können geheime Techniken erlernen. Und das ist auch eine coole Änderung, weil VMs brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt musst du selber können als Mensch. Du lässt nicht locker, was? Ich bin hier um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du wohl wirklich ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde dem Evoli... Nein, warum? Hat sich geheißen, man kann jetzt surfen auf ein Wasser-Pokémon und sowas. Meine absolut unsprechende geheime Technik beibringen. Komm doch bitte mal herüber. Schau mir gut zu. Ja. Aber es verbraucht keine Attacke mehr. Naja, ich wüsste was. So ein Einlauf und dann kann ich auch Kaskade machen. Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird es langsam Zeit für die Arbeit. Die MS Anne sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Ja, oder so. Bis dahin. Schau, ah, passt bis dahin gut auf dich auf. So, lesen kann man auch immer mehr. Ja, mit so einem, wie heißt sowas? Ja, ja, es verschwendet halt keine Attacke mehr, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt auf den Evoli gehe? Kann er noch immer seine Attacken. Und Surfer an und für sich, so was ich gelesen habe, brauchst jetzt auch in dem Sinn nicht mehr, weil du einfach nur ein Wasser-Pokémon brauchst und das kann dann surfen, wenn es groß genug ist. Aber ich habe halt mir nicht zu viel angeschaut, weil ich wollte mich ja nicht spoilern. Jetzt fahrt er das Schiff von wie immer. Das weiß ich nicht, ob das geht. Ich denke es auch nicht, dass es gehen wird. Aber wir werden es eh bald sehen. Hoffe ich zumindest. Wenn es Fliegen dann überhaupt gibt, ne? Das ist die Frage. Ah, jetzt fliegt der von uns. Wie gesagt, wenn ich ein großes Pokémon hätte, könnten wir jetzt darauf reiten, ganz normal. Wie so ein Fahrrad, ne? Also könnte ich mich aufs Evoli setzen und auch dahin galoppieren. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von Orania City, aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Für dich und Evoli sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier es am besten gleich mal aus. Schaut einfach in Pokémon-Markt geht, kauft sich eine Schere und aus. Dieser Strauch könnte man mit einem eingezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Ja, mach. Zack. Hoppla, dein Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und du darfst dich offiziell an ihr versuchen. Ich werde drinnen auf dich warten. Wenn du jetzt sagst, ich darf nicht teilnehmen, weil das und das... Ne, stimmt. Also ich könnte einfach umknicken. Ich würde einfach durchgehen. Aber wer weiß, vielleicht sind giftige Dornen drauf, ne? Mir ist egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Ja genau, dann geh weg. Wieder grinst, dass der mich gleich verzahnen wollen. Was mit dir im Mülleimer meinst? Ein Zufallsfaktor. Jetzt sieht man nämlich irgendwo, wo es drinnen sind. Huh?
vielleicht funktioniert so nicht. Müssen wir mal schauen, was dann passiert. Vielleicht geht es ja doch ein bisschen anders. Boah, du hast mich ganz schön überrascht. Ja, du mich auch. Ich hätte eigentlich geglaubt, dass ich zuerst angreife. Aber das Kleinstein ist leider eine Gurke. Ups. Schau, was ich Cooles hab. Ups. Jetzt ist weg, da ist. Drück mal da drauf. Hier ist der rote Apfelleimer. Hier ist ein blauer Apfelleimer. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich mir meinen Platz hier sichert. Ja, jetzt muss man wirklich suchen, ha? Das hast du nicht gedacht. Er macht nix. Ultraball ist sicher schneller. Finale! Du bist ein Penner, schau das an. Komm, du überlebst bitte. Bitte, 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 ja. Kommt ein Voltoball und wird instant gekillt vom Schaufler. Sehr schön. Aha, Sternschauer geht nicht, während ich Schaufler bin. Das ist aber neu. Oder? Weil das trifft ja immer, egal ob du auch in der Luft bist oder unter der Erde. Ein Kurzschluss. Das werden wir gleich sehen. Nach der Werbung, na Spaß. Ach sowas. Mapfeleimer ist ein Schalter, du bist jetzt durch den Klick. Es war immer der danach, gell? Es war immer einer in der Umgebung, oder? Was direkt der dahinter? Ich habe eine Chance. Ja, ich habe eine Chance von 1 zu 3, dass ich den richtigen Mülleimer erwische. Und natürlich bekomme ich die schlechteste Möglichkeit. Ach, ich habe einfach kein Glück. So, jetzt ist wenigstens dieses Störgeräusch weg. Aber vorher machen wir den trotzdem noch. Als ich noch in der Armee gedient habe, war Major Bob mein Vorgesetzter. Zu einem Training ging es immer Schlag auf Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Orson. Er hat ein Pikachu. Das ist sicher wieder schneller wie das dumme Kleinstein. Ist mir eh lieber, weil dann habe ich wenigstens einen Grund, dass ich einen Supertrank einsetze. Stopp, du bist zu gut. Ja, danke, ich weiß. So, jetzt heile ich noch und dann gehen wir es an. Was ist das überhaupt? Ach, mit alle Statusprobleme. Toll. Welche Mythen zum Beispiel?
Also das, ja. Ja, das ist die Frage. Es gibt ja der Mythos, ne, dass die ganzen, dass es noch so, weil es so wenig alte Leute gibt, dass die alle im Krieg gestorben sind, ne? Und das ist die erste Nachkriegsgeneration, quasi wir. Willkommen in der Arena von Orania City, Rekrut. Wen haben wir denn hier? Einen Winzling wie du will den Major herausfordern? Ha, das ist ganz schön mumm, mit einem Halbgarn-Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon kämpft nicht für weichlich. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. Jetzt redet aber nichts über den Krieg. Wegen sein Raichu und so. Was setzt das erste Voltoball setzt ein? Wenn er jetzt 3 Voltoball hat. Macht er wieder Finale? Ist er so gescheit? Sternschau. Ja, genau, ein Volltreffer. Daher. Jetzt kommt Raichu, schon. Ein normales sogar, kein Alola Raichu. Weil die gibt es ja auch, die Alola-Formen von den ganzen Pokémon. Aber ich glaube, das war's mit Kernstein jetzt. Ja, Kernstein ist Geschichte. Ja, kein Problem. Jo. Ja, die Attacke ging daneben. Und jetzt bin ich paralysiert auch noch, wir sehen. Auf der Switch kann man sowas darstellen, ne? Am Gameboy schaut es auch trotz, also am 3DS oder so, schaut es ja auch trotzdem noch verpixelt aus, ne? So, jetzt werde ich dann einen Trank reinschmeißen, wenn ich nicht stirb. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich werde mit Kleinstein da alles wegrocken, aber habe mich nicht. Naja, die Attacken sind jetzt viel angenehmer zum Anschauen. Nicht mehr so irgendwie so blablabla und den Gegner drüben trifft, sondern du greifst jetzt wirklich immer den Gegner direkt an. Mach Donnerblitz. Stirbst sowieso jetzt gleich. Mache ich gleich Rankenhieb, siehst du auch, der ist auch voll schön. Patch. Genau ins Auge. Ja, das war's mit dem Raichu. Ja, soweit bin ich leider noch nicht. Ich habe noch keins von dir, Attacken. Magnetilo setzt ein. Sehr schön. Das war jetzt ein bisschen mager.
Ja, ja. Jo lernt alle 10 Level oder so irgendwas Neues. Und Psychokinese ist auch dabei. Ich habe Mio, wo ich es mal damals auf die Game Boy Editions ercheatet habe, waren es auch immer meine VM-Sklaven. Aber ich weiß, dass er was lernt. Ausgezeichnet, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich hier mit den Donnerorden. Stillgestanden. Gatsch. Es war meine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir noch das hier mit auf den Weg. Ein Autogramm. Nicht ganz das, was du erwartet hast.